Liebe Zuschauer, heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Es geht um den Kalender der Maya und um 2012. Mittlerweile haben sich so viele Mythen drum gebildet und ich möchte heute dem Ganzen mal auf die Spur gehen. Hierzu habe ich zu Gast Martin Stribün und einen Mentaltrainer und Maya-Kenner. Und worüber ich mich auch persönlich sehr freue, ist, dass ich den Schriftsteller Morpheus vorstellen darf, der uns hier von der wissenschaftlichen Seite zur Seite steht und vielleicht da einiges aufdecken kann. Martin, was passiert 2012? Gute Frage. Wir kennen verschiedene Zusammenhänge, gerade was die Mayas uns überliefert haben und was daraus sozusagen sich entwickelt hat, weil die Mayas waren ja nicht mehr da, die uns das erzählen konnten. Die heutigen Mayas haben relativ wenig Kenntnisse über diese großen Zyklen, die eben in Verbindung stehen mit 2012 und den verschiedenen Ebenen des Maya-Kalenders. Aber es wird auf jeden Fall spannend, das sieht man heute schon. Ich würde es jetzt auch nicht so vordergründig auf das Jahr 2012 alleine festmachen, sondern das sind verschiedene Zeitzyklen, die hier sozusagen zusammentreffen, auf einen Höhepunkt gelangen. Doch lesen tut man ja immer wieder über 2012. Also es geht schon irgendwie um die... Es wird viel geschrieben, aber wir können... das Problem dabei ist, dass wir versuchen, das auf einen Zeitpunkt der räumlichen Zeit festzumachen, der linearen Zeit. Hast du einen Zeit. Zeitpunkt? Für mich persönlich? Ja. Schon auch in die Richtung von 2012, also der 21.12., der Wintersonnenwende. Aber grundsätzlich geht es um Evolution und Evolution lässt sich nicht festmachen nach einem gregorianischen Kalender. Und das große Problem dahinter ist sowieso, dass wir überhaupt keinen Begriff der Zeit haben. Das heißt, womit wir Schwierigkeiten haben in unserer Gesellschaft ist, dass wir eine Uhr und einen Kalender verwenden, der nicht die Zeit wiedergibt, sondern die Bewegung durch den Raum. Das ist ein großes Problem. Und du kannst ihn lesen? Welchen meinst du jetzt? Die Uhr kann ich lesen, ja. Den Maya-Kalender? Den Maya-Kalender kann jeder lesen. Man kann ihn mittlerweile kaufen. Es gibt Computerprogramme. Man muss einfach dann die Codes, die angegeben werden, halt übersetzen können. Inhaltlich. Weil das sind archetypische Codes, die darin enthalten sind. Und die muss man natürlich schon lernen. Was bedeutet eigentlich jetzt ein bestimmtes Siegel, eine bestimmte Tagesenergie? Ich möchte aber noch mal kurz zurückkommen auf das Problem der Zeit, was wir haben. Eben die Bewegung durch den Raum. Das ist eigentlich das, was wir Zeit nennen in unserer Gesellschaft. Und das ist keine Zeit. Anders, was erwartest du Ende 2012? Ich persönlich hoffe, dass das Bewusstsein, was dann zur Verfügung steht, nicht nur den Menschen, sondern grundsätzlich dem Leben, dass das dann auch wirklich integriert wird und umgesetzt wird. Das heißt, eine Ganzheitlichkeit, eine Erleuchtungsphase, in der die Menschheit aufhört, sich so zu verhalten, wie sie heute die letzten 5000 Jahre mit diesem Stirb- und Werde-Prinzip, diesem Trennung, dieser Kampf des Egos für sein persönliches Überleben, dass die Menschheit aus dem Kindergarten herauswächst und endlich mal anfängt, eben verantwortlich als ein Teil des Ganzen zu leben. Und da Morpheus, kannst du das wissenschaftlich belegen, was uns Martin versucht zu erklären? Transformation, spiritueller Wandel, gibt es dafür eine wissenschaftliche Grundlage oder ist es mehr Glaube? Also ich habe den Tolkien vor, ich denke, 15 Jahren gelesen von José Argüell und habe ihn versucht zuzuordnen, den, ich sage mal, tatsächlich von meiner Seite objektivierbaren Ergebnissen. Also was kann ich überprüfen, was kann von dem stimmen, was dort beschrieben wurde. Und muss sagen, wenn ich mir den gegenwärtigen Zeitpunkt, den wir nun haben, aussuche und von hier rückwirkend betrachte, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, und ich mir diesen Zolkin sozusagen nehme und mit diesen Ereignissen vergleiche, die man messen kann, messen und sozusagen auch objektivieren kann, was zum Beispiel durch Satelliten von der NASA aufgestellt, nur als ein Beispiel, die Russen tun das auch, aber veröffentlichen nicht alles, kann man tatsächlich erkennen, dass es Dinge gibt im Universum, die in Erscheinung treten, in einer Auffälligkeit, wie sie kein Astrophysiker beispielsweise interpretieren kann. Aber also eine Zunahme. Wie bringen wir den Zusammenhang jetzt zu dem und 2012 und diese ganzen Mythen, Weltuntergang, Veränderung der Erde, der Spiritualität, Transformation, was du sehr schön in deinem Buch geschrieben hast, Transformation der Erde? Ja, also was
der von meiner Seite überprüfbare Bereich ist, so dass ich Korrelationen zum Beispiel herstellen kann zwischen elektromagnetischen Feldern und biologischen Systemen und tatsächlich auch Veränderungen der Bewusstseins-, Stimmungs- und Wahrnehmensebenen, ganz persönlich, dass die tatsächlich im Zusammenhang stehen, dass es da also Korrelationen im Zusammenhang gibt. Und wenn man jetzt einen Schritt weiter geht und sagt, wenn ich jetzt weiß, welche elektromagnetischen Felder welche Stimmungs- und Bewusstseinslagen aufscheinen lassen, eines Menschen oder eines Kollektivs von Menschen, und die Vergleiche mit den Feldstärken und Feldern, die zum Beispiel aus dem Universum, wie ich gerade sagte, oder Kosmos auf uns einwirken, so wird es schon mal spannend. So könnte man, provokant gesagt, von kosmisch induzierten Bewusstseinserweiterungen sprechen, die ganz offensichtlich 2012 zu einem Finalergebnis kommen können. Die Wahrscheinlichkeit Welches ist sehr Ergebnis? Groß. Welches siehst du da ganz persönlich? Also ich sehe zunächst mal eines der für mich aussagefähigsten Ergebnisse, wo ich übertragen könnte, die Aussagen der Mayas. Die sprechen also tatsächlich von einem galaktischen Synchronisationsstrahl. War das Hunab-Ku? Oder was? Ja, Hunab-Ku, dieser galaktische Synchronisationsstrahl, soll quasi von dem galaktischen Zentrum, so wie Sie es nennen, von dem Herzen des Universums, so wird es, glaube ich, genannt, auf die Erde strahlen oder aufscheinen. Das ist eine Prophezeiung, die eine Art Kalibrierung darstellen soll, wenn man diese Grafiken deuten kann. Bemerkenswert finde ich, dass zu erkennen ist von diesem galaktischen Zentrum die Sonne, ich glaube sogar Sirius nochmal, als eine Sonne, um die sich unser Sonnensystem wiederum dreht, unsere Sonne sozusagen, Erde, das Reptiliengehirn von Menschen und dem Neokortex. Das ist praktisch das, was unser Bewusstsein im neuen Bereich überhaupt ist, die Denkfähigkeit verleiht. Und wenn man dieses einfach so betrachtet, ist das schon mal ein Phänomen für sich. Aber wenn man jetzt vergleicht, das, was von der NASA zum Beispiel, NASA News hat es gerade veröffentlicht vor 14 Tagen wieder, dass ein aus dem galaktischen Zentrum aufscheinendes Ereignis, man spricht von Gamma-Ray Bursts, also hochenergetischen Strahlen, elektromagnetischen Art, die wie ein Laser Licht quasi direkt auf die Erde gerichtet sind. Also wenn man sich das vorstellt, und das ist ein Originalzitat jetzt. Wie kann ich als Laie mir das vorstellen? Ein Laser, ein Strahl, sehe ich den? Nehme ich den wahr? Also diese Gamma Rays sind so hochenergetisch, wir können das elektromagnetische Spektrum vielleicht am besten, wenn wir sagen, also die Röntgenstrahlen, von denen wissen wir schon, dass wir sie zwar nicht sehen können, aber dass die auch sehr gefährlich werden können, aber sie sind in der Lage sozusagen, dass man einen Menschen sozusagen auch analysieren kann im therapeutischen, diagnostischen Sinne. Das wird genutzt. Aber diese Strahlen sind noch erheblich größer, hochenergetischer, natürlich dann auch umso mehr unsichtbar. Sie haben die physikalische Eigenschaft, dass sie unsere DNA sozusagen verändern können. Oder inwiefern verändern? In Resonanz gehen zu den Wasserstoffbrückenbindungen unserer DNA. Das ist relativ konservative Physik, die man da berechnen kann. Was erwartest du danach, wenn es unsere DNA beeinflusst? Was kann ich mir darunter vorstellen? Ich werde zwar auf die Frage eingehen, aber ich sehe weniger das Thema der DNA als Veränderung, obwohl es da tatsächlich auch vage schon auch Korrelationen gibt, dass ein Aufscheinen von veränderten DNA, sozusagen von ganz bestimmten Mutationen, die aber nicht pathologisch zu deuten sind. Das ist ja der Unterschied. Wir kennen die hochenergetischen Strahlen, ich habe gerade von den Röntgenstrahlen gesprochen, eigentlich eher im negativen Spektrum. Das heißt also, gut, für die Diagnose schon wichtig, aber wie jemand ist zu lange darunter, dann weiß man kriegt vielleicht sogar Leukämie. Das ist allgemein bekannt. Also müssen die ja umso gefährlicher sein. Ist offensichtlich nicht der Fall. Ich verfüge über eine Arbeit, über eine Publikation aus den 30er Jahren, dass sogar Gamma Rays benutzt wurden in der Therapie, in der onkologischen Therapie, also um auch den umgekehrten Weg zu gehen, sozusagen Tumoren wieder zu resozialisieren. Ich möchte wieder auf 2012 mal zurückkommen. Kannst du mir das übersetzen, was gerade Morpheus erzählt hat? Ja, es geht eigentlich darum, dass aus dem Herzen, aus der Zentralsonde, unsere Milchstraße, ist ja alles geboren worden letztlich. Und diese Strahlung hat die Absicht oder ist auch kodiert oder entkodiert durch den Maya-Kalender. Das heißt, die Mayas haben aus welchen Gründen auch immer herausgefunden, dass hier dahinter eine bestimmte Matrize, eine Zeitmatrize liegt, dass verschiedene Zeitzyklen des Bewusstseins, wie sich das Bewusstsein innerhalb unserer Galaxie ausbreitet und eben sich bewusst wird. Die Evolution grundsätzlich. Und diese Evolution steuert jetzt auf diesem legendären Datum hin, 2012, auf einen Höhepunkt zu.
Und ich würde jetzt nicht nur die Strahlung, die aus dem galaktischen Zentrum, aus Hunab-Ku, sozusagen zur Erde geschickt wird, hernehmen, sondern auch unsere Sonne. Weil unsere Sonne ist das mächtigste Wesen innerhalb des Sonnensystems. Die Sonne und der Maya-Kalender haben enge Beziehungen. Das heißt, der Maya-Kalender beinhaltet auch die ganzen Zyklen der Sonnenfleckenzyklen und der ganzen Sonneneruptionen. Und das steuert ja letztlich auch die Erde. Das sehen wir jetzt auch in der jüngsten Zeit, wo alle von Klimaerwärmung und CO2 und so weiter sprechen. Dabei wissen die Wissenschaftler ganz genau, es geht gar nicht um CO2, es geht um die Sonne. Die Sonne spielt verrückt, beispielsweise die Sonne wird immer stärker. Und das haben die Mayas gewusst? Die Zyklen der Sonne haben die Mayas gekannt. Und auch ihre Wirkung natürlich auf das Bewusstsein. Das ist eine Kosmologie, die natürlich sehr weit geht. Es geht eigentlich um das Erwachen des Schöpfers innerhalb seiner Schöpfung. Und das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Also vom Urknall bis 2012 könnte man sagen, in dieser Zeit erwacht das Leben erst wirklich innerhalb dessen, was wir Schöpfung, was wir Realität nennen. Aber wenn ich dich schon hier habe, Martin, dich als Maya-Kenner, woher wussten die das? Gute Frage. Also das Wissen, das wird natürlich spekuliert. Es gibt die These, dass sie aus Atlantis das Wissen erhalten haben. Davon zeugen auch verschiedene Überlieferungen von den Mayas, dass eben Kukulkan, der Wissensbringer oder einer der, man könnte sagen, der höchste Maya-Gott sozusagen, aus dem Osten kam über das große Wasser, was wieder für die Atlantis-These spricht. Okay. Andere sind der Meinung, dass sie auch außerirdisch irgendwie Kontakt hatten, beeinflusst wurden. Das ist natürlich ein Thema für sich. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Mayas auch glauben, dass 2012 ein Gott auf die Erde kommt. Das wäre Kukulkan, das wäre die gefiederte Schlange, dass das Bewusstsein sozusagen wiederkehrt. Andere These noch, was ich dazu sagen wollte, war einfach die ganz normale Hyperkommunikation des Bewusstseins, nämlich die Fähigkeit, die jeder Mensch besitzt, dass er eben Wissen aus anderen Ebenen empfangen kann, aus anderen Dimensionen, aus höheren Bereichen. Wenn wir nur betrachten, jetzt rein physikalisch, das ganze elektromagnetische Spektrum, was wir ja mittlerweile kennen, und das sichtbare Licht ist ja wirklich nur ein ganz kleiner Spalt von diesem Spektrum, und wir konzentrieren uns und sagen einfach nur, das, was sichtbar ist, ist real, alles andere ist nicht belebt oder nicht real, das wäre natürlich eine absolute Verschwendung des Universums, und das Leben verschwendet ja nichts. Das heißt, sowohl links als auch rechts im elektromagnetischen Spektrum, das sind auch Informationen. Das sind auch Wissensübermittlungen, Übertragungen, da ist auch Leben dahinter. Ja. Und genauso lebt die Sonne und genauso lebt die Erde und wir leben. Und das ist eine Einheit. Und diese Einheit, die momentan jetzt eben ziemlich unter Beschuss gerät, durch die Sonne, aber letztlich aus dem galaktischen Zentrum Hunab-Ku. Morpheus, wenn wir von Sonne, Informationen reden, wie darf ich mir das vorstellen, dass man Informationen von irgendwo holt? Martin sagt, Atlantis, gab es das nicht? Du als Wissenschaftler, wie kannst du sagen, ja, wir können uns Informationen irgendwo herholen? Die Mayas konnten das, weil? Gibt es da irgendwelche Berichte, wissenschaftliche? Also naturwissenschaftlich belegbar nicht. Ich könnte ein bisschen weitergehen und sagen, so am Grenzbereich wären die morphogenetischen Felder natürlich in Frage kommt für dieses Phänomen über Resonanz bzw. über Ähnlichkeitsmuster. Also wenn ich in einem ähnlichen Bereich denke oder wahrnehme, kommen dazu entsprechend mehr weitere Gedanken hinzu. So in etwa kann ich mir das durchaus als Naturwissenschaftler vorstellen. Mhm. Werde ich jetzt als, ich sag mal, Parawissenschaftler gefragt, also Metaphysiker vielleicht, dann würde ich da noch ein paar andere Antworten haben. Aber ich denke, die bestehende konservativ ausgerichtete Naturwissenschaft, die sich nach Newton relativ mechanisch aufstellt, gibt hierfür keine Erklärung. Obwohl ich der Überzeugung bin, weil die einzelnen Fakten absolut dafür sprechen, als phänomenologische Beschreibung, dass das so ist. Nur das Wie, das ist die Frage dabei. Du hast gerade gesagt, dass die Physik, die newtonschen Weltbild, das nicht belegen kann, aber mit der neuen Quantenphysik oder zumindest mit diesem Modell hat man sehr viele Möglichkeiten, eben das, was der Maya-Kalender beschreibt und seine Zyklen natürlich belegt. Da gebe ich dir recht. Die Quantenphysik steht ja ohnehin noch in einem, ich sag mal, in einer Schräglage gegenüber dieser konservativ gehaltenen mechanischen Physik. Aber trotzdem, was hier von besonderer Bedeutung wäre, ist das Phänomen der sogenannten Non-Lokalität, dass quasi alles eins ist. Das ist dieses, hier bin ich und du bist da, nicht wirklich gibt.
nicht auf der Ebene von Informationen, die übertragen wird. Das heißt, im Universum, egal wie weit es weg ist, entfernt ist, tritt alles in Jetztzeit auf. Alles ist miteinander in Verbindung. Gerade die verschränkten Teilchen, die wieder getrennt werden und die ja gleichzeitig reagieren, wir müssen uns überlegen, woher denn die Teilchen kommen, aus denen wir bestehen. Aus der Sonne. Das heißt, alles, was in der Sonne passiert, passiert in mir. Jetzt, sofort, gleichzeitig. Das heißt, wenn wir diese ganzen Eruptionen sehen, diese NASA-Aufnahmen etc., in dem Moment passiert nachweislich etwas in uns, um uns? Also man weiß, das hat man untersucht wissenschaftlich, dass die Menschen verrückt spielen, wenn die Sonne wieder mal so einen Sonnenwind, es gibt ja verschiedene Steigerungen, es gibt einen Sonnenwind, es gibt einen Sonnensturm und es gibt einen Sonnenorkan. Ja. Und je nach Intensität, die Selbstmordraten nehmen zu, die Verbrechen nehmen zu, beim die Herzinfarkte, schon einfach beim Sonnenwind, also wenn der natürlich heftiger wird, umso heftiger ist die Reaktion der Menschen. Okay. Man hat auch untersucht, wie reagiert das Wetter natürlich auf die Sonne, habe ich ja kurz gesagt, dass eben das Wetter auch entsprechend natürlich von der Sonne manipuliert wird, in Anführungszeichen, aber dass auch das Entstehen und Vergehen von gesamten Kulturen von den Sonnenzyklen bestimmt wird. Das ist ja hochinteressant. Und darum, wenn man dann weiß, dass der Maya-Kalender diese Zeitzyklen in sich beinhaltet, die auch die Sonne beinhaltet, dass eigentlich der Maya-Kalender gar kein Kalender ist, sondern vielmehr eine Lichtmatrix oder eine Zeitmatrix, die einfach als Grundlage genommen wird, als Basis, wie das Universum sich weiterentwickelt. Und der Maya-Kalender ist auch nicht nur ein reiner Tageszählkalender, wie Zolkin heißt, das Zählen der Tage, sondern es gibt 9 verschiedene Ebenen, in denen das gleiche Modul fraktal, also genau im gleichen Aufbau, wiederhergenommen wird für unterschiedliche Zeitzyklen. Also es wiederholt sich permanent? Es wiederholt sich auch natürlich spiralförmig permanent, aber es laufen auch 9 verschiedene Ebenen gleichzeitig ab. Das aber heißt, was wiederholt sich permanent? Diese Abfolge der 260 verschiedenen Zeitenergien. Ich habe eingangs gesagt, wir haben keine Vorstellung, was Zeit ist. Weil wir definieren Zeit mit unserem Empfinden oder mit einem Kalender. Das heißt, entweder die Drehung der Erde um ihre eigene Achse, das ist Bewegung durch den Raum, oder die Drehung der Erde um die Sonne ist wiederum Bewegung durch den Raum. Das hat nichts mit Zeit zu tun. Zeit ist eine vierdimensionale Öffnung oder Ebene, die möglich macht, dass Informationen aus höheren Räumen, wie zum Beispiel das zwölfdimensionale Weltbild von Burkhard Heim, in die dritte Dimension in unser Leben gelangen kann. Und zwar nicht nur rein intellektuell, also mental, sondern auch emotional bis in die DNS hinein. Also auch zellulär in unseren genetischen Codes, die ja sehr flexibel sind. Das hat ja die Epigenetik zum Beispiel belegt, die neue Wissenschaft der Genforschung, dass unsere Gene gar nicht fest sind, sondern die ständig ein- und ausgeschalten werden und so weiter. Und das ist auch die Mutation, die Morpheus vorher angesprochen hat. Es passiert etwas in den Menschen. Es passieren Mutationen auch des Bewusstseins, des Weltbildes, der Öffnungen, die so nicht erklärt werden können mit einer rein darwinistischen oder newtonschen Weltbildlehre. Das funktioniert nicht mehr. Und was jetzt einfach passiert sind, dass ganz diese 9 Zyklen kommen zu einem Höhepunkt. Und der Höhepunkt im Maya-Kalender ist die gelbe kosmische Sonne. Die gelbe universale Sonne ist sozusagen der Erleuchtungspunkt des Maya-Kalenders, das letzte Siegel von 260. Und diese 9 verschiedenen Evolutionszyklen schalten alle auf Erleuchtung, auf die höchste Frequenz des Bewusstseins, was innerhalb der Schöpfung möglich ist. Martin, ist das für uns Menschen eine Chance oder ist es eine Bedrohung? Beides. Was heißt beides? Beides heißt, wie ich gesagt habe, die Menschen drehen durch, wenn die Sonne mal hustet oder mal Gas gibt. Und der andere heißt, dass bei uns, dass wir fähig sind, unser Bewusstsein derartig zu erhöhen, dass wir wie zum Beispiel Fähigkeiten wie Hellsehen, Telepathie, Telekinese oder eben auch Technologien wie freie Energie und solche Dinge, dass das alles plötzlich da ist, dass es verwendet werden kann. Ich meine, es gab schon immer Menschen, die diese Fähigkeit hatten, aber sie waren halt eben dünn gesät. Und dadurch, dass jetzt, ich sage es mal, die Zeit reif ist, dass alle Zugriff kriegen auf diese Festplatte, Zugriff kriegen auf dieses Bewusstsein der Erleuchtung und diese Türen in ihrem Innern öffnen können, wird das natürlich zu einem Massenspektakel, was die Menschen aber gleichzeitig herausfordert. Das heißt, die Menschen sind herausgefordert, sich darauf einzulassen, auf die Welle der Tsuvuya, wie das die Mayas nennen, der Kreislauf der Erinnerung, dass wir lernen, auf diesen Zeitzyklen und in diese Bewusstseinswelten zu surfen und aufhören mit diesem alten Bewusstsein, was ich nicht sehe, was ich nicht rieche, also was ich über die 5 Sinne
sozusagen in mein Bewusstsein kriege, was darüber hinausgeht, das akzeptiere ich nicht als real. Dabei muss man wissen, dass unsere fünf Sinne ja auch nur elektromagnetische Signale an unser Bewusstsein weiterleiten und dass unser Bewusstsein letztlich virtuell ist. Wir haben kein physisches Bewusstsein, wir haben ein virtuelles Bewusstsein. Unser Bewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Realität und Virtualität. Das ist für unser Bewusstsein absolut das Gleiche. Das sehen wir ja, wenn wir einen tollen Film schauen im Kino und wir sind weg. Und die Emotionen kommen. Morpheus, sag mir doch mal aus deiner Sicht, wie sieht die Veränderung aus? Also die Daten, die ich von... Denn hier fehlt mir immer noch so ein bisschen das Verständnis, was erwartet mich? Soll ich Angst haben? Soll ich mich auf irgendetwas vorbereiten? Wenn ja, wie? Was kommt da? Also zunächst mal kann ich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Die Arbeiten von Gilbert und Cotterell, die sauber dokumentieren über die letzten Jahrtausende sozusagen Auf- und Untergang von Kulturen, die immer im Zusammenhang stehen mit ganz bestimmten Sonnen, nicht Konstellationen, das ist hier keine Astrologie in dem Sinne, sondern Astrophysik, ganz bestimmten Sonnenaktivitäten. An jeder Sonnenaktivität wird auch zugeordnet sozusagen die Sonnenflecken, die ein Merkmal für die Aktivitäten sind, standardisiert heute auch in der Astrophysik. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass dieses Auf- und Untergehen von Kulturen hier so schön sozusagen korreliert, dann stellt man sich natürlich, ich tue das als Naturwissenschaftler erstmal die Frage, wie geht das? Was ist da sozusagen das Korrelat zwischen der Sonne mit ihren Aktivitäten oder Nichtaktivitäten und den unterschiedlich psychischen Irritationen, die unterschiedlich ausgeprägt sind und übrigens nicht nur im negativen Sinne. Bedauerlicherweise, meine ich, sind sehr viele Daten, sauber dokumentiert von Aufnahmequoten in psychiatrischen Anstalten, die immer im Zusammenhang stehen mit diesen besonderen Aktivitäten, Unfallquoten, Selbstmordquoten, die hoch signifikant sind. Gut abgesichert. Professor Langenscheid, glaube ich, ist einer, der über 30 Jahre diese Daten als Naturwissenschaftler gut dokumentiert hat und die beeindruckend sind. Wenn man sich das nur zusammen und aufeinander abstimmt und vor Augen hält, dann muss man sagen, was bedeutet das denn wirklich und wo steuern wir hin? Das wäre jetzt die Frage. Wie geht das, um da nochmal anzuknüpfen, weil das hängt schon zusammen. Klar ist, dass wir in unserem Gehirn ganz verschiedene Empfangssignale oder Sensoren haben, Antennen haben, die empfänglich sind für Informationen, die nicht direkt ins Bewusstsein treten. Also da flüstert uns keiner rein, sondern das ist die Ebene der Intuition, das sogenannte dritte Auge, so sagt man es im allgemeinen Volksmund. Im medizinischen Kontext wäre das die Zirbeldrüse oder Epiphyse genannt. Tatsächlich ist genau diese Zirbeldrüse im Zentrum des Gehirns, auch noch genau in der Mitte, Empfangsorgan für genau diese Felder, die explizit von der Sonne, ganz besonders von der Sonne und dann auf die Erde, auf uns einwirken und unterschiedliche Stimmungslagen aufbauen. In die Richtung von, mir geht es jetzt gut, im Sinne, das gibt es nämlich auch, darauf will ich hinaus, mir geht es nicht nur um allgemein Wohlbefinden gut, wir kennen das von der Föhnlage, da geht es uns nicht so gut, Schlechtwetterlage, es gibt aber auch dieses Gutwetter hoch. Die beiden Unterschiede sind nur ausgewiesen durch unterschiedliche Frequenzen zwischen 10 Kilohertz und 25 Kilohertz. Das eine wollen wir, das andere tut uns nicht gut, offensichtlich. Können wir das steuern? Nicht wirklich. Nicht übers Bewusstsein. Also mit Abschirmung vielleicht. Die Arbeiten sind gemacht worden vom Max-Planck-Institut in Andex von Professor Weber. Aber der Punkt ist, dass wir über diese Wahrnehmung, über diese Schiene, Ankopplung an die Zirbeldrüse, Dinge wahrnehmen, die offensichtlich, und das ist gut dokumentiert, genauso die Intuition schärft oder erweitert. Das heißt also ganz große Erfindungen, ganz große Innovationen halt, Ideen, Eingebungen sind aufgetreten im Zusammenhang mit ganz bestimmten Konstellationen von bestimmten elektromagnetischen Feldern. Ja, also das ist eine Statistik, die gibt es genauso, nur ist diese relativ schwach gehalten gegenüber den dominierenden Negativen, wie Aufnahmequoten in psychiatrischen Anstalten zum Beispiel. Das ist natürlich eine Sache, da guckt man genauer hin. Diese Datenerhebungen sind auch besser einsehbar. Überprüf mal bitte, wann hat jemand welche Eingebung gehabt, das dann zu einer Innovation führte. Aber das meine ich, das passiert zunehmend mehr. Wir reagieren jetzt auf diese doch extremst veränderten Felder, die tatsächlich aus dem Universum auf die Erde einwirken und die Erde wiederum auf uns. Okay. Und das führt nicht nur zu einem weiteren Auf- und Untergang, das hatten wir ja schon so oft. Mhm. So wie es jetzt aussieht, gibt es in einer bestimmten Art ein Finale. Das Finale sieht aus? Das Finale würde so aussehen können, weil das rechne ich jetzt einfach hoch. Ja. Weil alleine schon, wie jetzt
durch diese Interaktion der elektromagnetischen Felder von der Sonne und vom galaktischen Zentrum, eben über die Gamma Ray Bursts und der Biochemie, so aussieht, dass unsere psychische Wahrnehmung sensibilisiert wird und dadurch auch eine Übersteuerung erfährt. Also wenn ich mir endokrinologische Ergebnisse angucke, ich habe sie gerade vor 3 Tagen sehen dürfen, von der Universität Erlangen zur Verfügung gestellt, da gibt es Anomalien, da gibt es Phänomene, die keiner richtig deuten kann. Also unsere Neurochemie wäre ein Indikator für eine tatsächlich Bewusstseinserweiterung, die wir aber so als solche nicht ausweisen für uns, erkennen, weil einfach mal der Körper übersteuert ist mit diesen Feldern und erst mal denkt, bin ich jetzt verrückt? Zunehmend mehr Leute werden Eingebungen bekommen, werden Stimmen vielleicht sogar hören und gar nicht wissen, dass sie völlig normal sind. Die Leute haben mit dem Bewusstsein, sie kommen nicht mehr mit. Das heißt, es geschieht, was ja jeder miterlebt, dass die Zeit kollabiert. Die Zeit rast ja immer schneller dahin. Also kein Weltuntergang? Nein, es ist nicht ein Weltuntergang, sondern es ist wirklich ein Quantensprung, eine Transmutation. Also nicht nur eine Transformation, sondern eine Mutation. Was ich damit meine ist, es wird im Moment eine neue Menschheit geben. Geboren werden, das haben wir ja zum Teil schon mit den neuen Kindern, die Indigo-Kinder, Kristallkinder, wie sie genannt werden, die ja wirklich zum einen psychische, parapsychologische Eigenschaften haben und Fähigkeiten was ja auch haben, nachgewiesen ist. Die auch genetisch nachgewiesen Mutationen schon vorweisen und so weiter. Mhm. Das heißt, das ist die Vorhut in dieser Generation. Und was kommt jetzt? Ja, jetzt kommt das Finale, wie Morpheus gesagt hat, das heißt, jeder, und damit meine ich jedes Lebewesen, nicht nur jeder Mensch, sondern jedes Lebewesen innerhalb des Erdensystems oder unseres Sonnensystems, wird gefordert, eine ganz neue Frequenz umzusetzen, zu leben. Spüre ich das? Natürlich, jeder spürt das. Aber die meisten spüren es eben in ihrem Widerstand, durch ihre Muster, durch ihre Erziehung, durch ihre Überzeugungen, dass da die Reibung immer stärker wird. Das heißt, die Krankheiten nehmen zu, aber natürlich als Hilfe. Das heißt, die Krankheit ist ja nur nimmt auch dadurch Gewalt zu. Naturkatastrophen, auf jeden Fall, es nimmt alles zu. Das heißt, das Crescendo des Alten, das Alte vergeht ja auch nicht in der Form freiwillig, das alte Weltbild oder die alte Gesellschaft, sondern jede Geburt wird ja mit Schmerzen geboren, eingeleitet. Das heißt, es wird eine Übergangsphase sicherlich geben, die sehr turbulent, sehr chaotisch ist. Aber auf der anderen Seite findet eine Neuordnung statt und in diesem, dann rede ich auch nicht gerne nur von 2012, obwohl das natürlich, ich sage jetzt mal, ein Schnittpunkt in Raum und Zeit ist, den wir setzen können, aber eigentlich sind es Zyklen oder Zeiträume, die haben schon vor 260 Jahren angefangen, die haben vor 5200 Jahren angefangen, je nachdem, welche Kannst Bewusstseinsebene das ist. Kannst du das bildlich irgendwie darstellen? Wie habe ich mir das bildlich vorzustellen? Also man kann sich jetzt nicht nur mit Wörtern, sondern ich... Keine Ahnung, weiß nicht, von was du redest und du erzählst mir jetzt etwas und hab nur noch die Möglichkeit, das bildlich zu erfassen. Wie würdest du es mir dann erklären? Gute Frage. Das ist so, wie wenn wir eine Schallplatte hören auf ganz langsam. Wir hören die Schallplatte immer und immer wieder in einem Zyklus, immer und immer wieder. Und irgendwann... Ist das Lied für uns genug? Wir haben es integriert, wir können es nicht mehr hören. Und wir beschleunigen dann zum Beispiel die Geschwindigkeit dieser Schallplatte um den Faktor 20. Das ist nämlich das, was beim Maya-Kalender passiert. Wer beschleunigt das? Ich? Nein, wir beschleunigen gar nichts, wir werden beschleunigt. Das ist aus dem Herzen, eben aus Hunabku, das Herz unserer Milchstraße, von dem man ja nicht genau weiß, ist es jetzt ein schwarzes Loch, ist es ein weißes Loch, was ist da eigentlich wirklich genau vorhanden? Ich sage jetzt einfach mal, das ist die personifizierteste Wesenheit Gottes. Genauso wie die Sonne ja vergöttert wurde oder personifiziert wird als Körper des, des Göttlichen, ist natürlich auch die Zentralsonne ein Körper des Göttlichen, was noch drüber steht. Da gibt es auch eine gewisse Hierarchie. Also wird es sozusagen ab einem bestimmten Punkt, wird jetzt einfach der Faktor 20 beschleunigt. Und diese Beschleunigung haben wir mittlerweile schon jetzt beim 8. Mal erlebt und es wird noch eine Beschleunigung geben, also eine Potenzierung um diesen Faktor. Okay. Das heißt, die Menschen müssen eigentlich nur lernen, mehr wieder zu sich selber zu kommen, auf ihr Gefühl zu hören, auf ihre Intuition. Einfach zu lernen, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt. Und Martin, darauf will ich gleich zurückkommen, weil das sehr, sehr spannend ist. Okay. Dich wollte ich fragen, was der Martin gerade erzählt hat, dieses... die Welt ist anders. Wie habe ich mir die Welt danach vorzustellen? Ich denke vielmehr so, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie sein sollte. Das bitte richtig zu verstehen. Wovon ich überzeugt bin, und das sage ich jetzt als Naturwissenschaftler, der sich auf diese Daten sozusagen beruft und dann eben extrapoliert, dass wir von
durch diese erweiterte Wahrnehmung, die wir erfahren, erkennen, dass wir alle eins sind, dass es die Trennung gar nicht gibt zwischen du da hinten und mir da. Das mag jetzt bitte richtig verstanden werden, was ich da meine. Aber dass wir erkennen, wie im Grunde genommen das beste Beispiel, was ich immer wieder habe, wenn ein Tumorpatient zu mir kommt oder zu mir gekommen ist, der dann sozusagen durch eine bestimmte Therapie erkannte, warum überhaupt krank geworden ist, setze in diesem Zusammenhang auch die Heilung ein. Das heißt, das Erkennen von, das ist auch ein Teil von mir, den habe ich einfach ausgeklammert. Eine jede onkologische Zelle verhält sich asozial, weil sie einfach nur an sich denkt und gar nicht bedenkt, wenn sie die gesamte Energie oder Nahrung für sich behält und nicht abgibt, wird der Wirtkörper, der ja der eigentliche lebendige Rest ist, in Anführungszeichen, auch nicht leben und ist der Tumor auch nicht. Also das ist zu kurz gedacht. Insofern nehme ich das auch ganz gerne als Bild, übertrage das auf die Menschheit in ihrer Entartung. Bitte aber das nicht im pathologischen Sinne. Ich denke, dass das sozusagen Erfahrungspotenzial darstellt, um zu erkennen, wie ist denn das Spiel der Polaritäten? Also bis dahin geht's und bis dahin, und da tut's dann weh. Das sehe ich so als Schwellenwert, wo es weh tut. Muss aber nicht wehtun. Wir könnten das sofort auflösen, auch im Positiven. Tun wir aber nur sehr selten. Aber was hier erfahren wird, sozusagen kosmisch induziert, ist, dass unsere Wahrnehmung erkennen lässt, mein Gott, dieser mein Bein, das ist ein Teil von mir. Du bist ein Teil von mir und wir sind wirklich eins. Das haben Religionen, das haben politische Strukturen, es ist über Gesetze, Exekutive und so weiter immer wieder versucht worden. Religion, sagte ich glaube ich bereits, uns aufzuoktuieren, hat nicht funktioniert. Auch philosophisch nicht. Es geht nur über den ganz persönlich erfahrenen Erkenntnisprozess, der uns jetzt tatsächlich, um da wieder auf den Punkt zurückzukommen, dahin führt durch eigene Erkenntnis, dass wir sagen oder erkennen, mein Gott, wir sind wirklich eins. Und ich meine das behaupten zu können, das beweisen zu können, was ich gerade sage. Inwiefern? Denn Erfahrungen, die damals in Harvard gemacht wurden von Professor Timothy Leary, der Studien angestellt hat mit LSD, was damals ein standardisiertes pharmazeutisches Präparat war, was eingesetzt wurde zum Beispiel bei psychisch auffälligen Patienten, also Schizophren und so weiter, und eine wunderschöne Erfolgsquote aufweisen konnte. Professor Leary ist weitergegangen und hat also festgestellt, bei Austherapierten, so kann man es nicht nennen, aber bei Schwerstverbrechern, die also Wiederholungstäter waren, also wirklich nicht resozialisiert werden konnten, mit allen möglichen Hilfsmitteln nicht. Den hat er sozusagen dieses LSD unter kontrollierten Bedingungen, wie man so schön sagt, und persönlicher Unterschrift, sie waren also einverstanden damit, verabreicht. Und diese Leute haben sozusagen selber erkannt, wer sie sind und was sie da für Mist gebaut haben. Und was hat sich danach geändert? Komplett. Ihre komplette Lebenseinstellung hat sich geändert. Sie sind wirklich sozialisiert worden. Sie also haben die sich Einstellung, der Körper, der über Geist. Über den Erkenntnisprozess, genau. Okay. Die Neurochemie, die dort in Erscheinung tritt, diese Tryptaminreihen, was LSD ja ist, sind im Grunde genommen nicht nur, man könnte ja sagen, okay, dann nehmen wir uns einfach alle LSD und dann haben wir den Effekt. Knopfdruckerleuchtung. Nicht schlecht. Knopfdruckerleuchtung gibt's nicht. Tatsächlich ist eins viel spannender. Wir haben in unserer Neurochemie der Endogenen, also der körpereigenen selber, diese Neurotransmitter, die da produziert werden können über Serotonin, Melatonin, Pinolin und dann 5-Methoxydimethyltryptamin, haben wir diesen LSD an adäquaten Transmitter. Genügend Opiatrezeptoren haben wir auch im Gehirn. Wozu? Also um diese Bewusstseinsebenen zu erreichen. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wenn man Erleuchtete nimmt, Patienten oder Probanden, die einfach in diesen bewusstseinserweiterten Zustand reingehen, über eine Meditation oder wie auch immer, dann weisen die genau diese Neurotransmitter im Gehirn aus, wie übrigens Säuglinge auch, wenn sie auf die Welt kommen. Also das heißt, statt Drogen die Meditation, körpereigene, um da hinzukommen? Körpereigene Drogen werden sozusagen, ich sag's mal ein bisschen provokant, aber ich stehe dazu, induziert, kosmisch induziert, ja, sodass wir eine Bewusstseinserweiterung erfahren und über diese Erweiterung erkennen, dass wir wirklich alle zusammen sind, weil das ist das Gemeinsame. Bei allen Hunderttausenden von Datenerhebungen, die alleine im Kontext von LSD gemacht wurden, war immer wieder dieses sozialisierende Aspekt dabei. Das hört sich sehr harmonisch an. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sprechen jetzt über die Hardware, über die biophysische Hardware. Mhm. Das Entscheidende ist die Software. Und das ist unser Bewusstsein. Das Bewusstsein ist sowieso eins. Und genau das, was der Maya-Kalender macht, ist, stellt euch vor, wir Menschen sind alle sozusagen PCs, Laptops.
Und der Maya-Kalender ist so etwas wie das spirituelle Internet oder das multidimensionale Internet. Okay. Und es gibt einen Hauptsurfer und das ist das galaktische Zentrum. Da gibt es einen Zwischensurfer und das ist unsere Sonne, beispielsweise eben wie du schon angesprochen hast, Sirius und die Plejaden. Das sind wichtige Konstellationen und dann kommt das über die Sonne auf die Erde und wir empfangen das. Das heißt, je mehr Software wir kriegen, umso mehr kann sie diese Software auch die Hardware verändern. Weil das, was du ja sagst, wäre ja der umgekehrte Weg. Ich nehme LSD, um meiner Software die Möglichkeit zu geben, dass die Hardware richtig funktioniert, dass sie angepasst wird an die Software, die eigentlich drinsteckt. Das heißt, das ist auch etwas, was passiert. Das heißt, sowohl die Software wird optimiert jetzt bis 2012, das heißt, es wird sehr viel eingespielt und das müssen wir zuerst mal aushalten. Okay. Und das andere ist, dass dadurch sich auch die Hardware hochgetunt wird. Also vom alten 266er Megahertz-Rechner werden wir plötzlich zu einem Photonenrechner. Muss man mal den Quantensprung. Mit Lichtgeschwindigkeit funktionieren wir plötzlich oder sogar Überlichtgeschwindigkeit, wenn man das jetzt. Und das ist das, was jetzt passiert. Und das ist einfach eine riesen Herausforderung für viele Menschen, weil es wissen ja die wenigsten. Wer kennt sich denn wirklich aus, was momentan passiert? Das wird ja nicht in den Medien erzählt. Ich muss euch beide aber mal was fragen. Wer schickt denn das alles? Wer ist das? Wie darf ich mir das vorstellen? Man kann es jetzt Gott nennen. Man kann es den Schöpfer nennen. Man kann es, welchen Namen, dass man dem gibt, dieser Intelligenz, die letztlich ja verantwortlich ist für alle. Nein, es will sich verändern. Wir sind ja nur ein Teil von es. Wenn wir eine Einheit bilden, sind wir ja genauso göttlich. Sitzt in jedem von uns zumindest ein Funke. Von diesem Sein, was alles ja erschaffen hat. Von dem und der Schöpfer. Sagt jetzt, ihr seid bereit und. Nein, er sagt, ich bin bereit. Ich bin bereit. Das sind zwei Worte, die ganz entscheidend sind. Ich bin. Und die Zeit ist einfach so weit. Was sagst du als Wissenschaftler dazu? Ich denke, und da bediene ich mich ebenfalls des Modells von Burkhard Heim, dass wir sozusagen auf der höheren Selbstebene, auf der, ich sag mal, X12 oder X10er Ebene sozusagen hier in Erscheinung treten und würde ich aber sagen, dass als Auswahlprinzip hier eingreifen in diesen 3+1-dimensionalen Raum, in diese Raumzeit und sagen, das war es jetzt. Also das reicht jetzt, Kinder, jetzt haben wir noch gespielt, jetzt fangen wir mal an, in die erste Schulklasse versetzt zu werden. So ein bisschen, um es ein bisschen trivial auszudrücken. Das sehe ich als nicht etwas von uns Getrenntes. Ich sprach gerade, es gibt keine Trennung zwischen hier und da, sondern wir sind alle eins. Und dieses gesamte kollektive Zusammen-Eins, ich bin der, ich bin, sozusagen als die höchste Ordnung, die wir ja dann auch selber sind. Wir haben uns nur unendlich viel oft aufgespalten und uns da wahrscheinlich ein bisschen verloren. Morpheus, was mich jetzt persönlich irre interessiert ist, gab es bei dir irgendwie so eine Initialzündung, wo du gesagt hast, ich nehme das Thema jetzt auch mal wirklich ernst und ich gehe tiefer rein als Wissenschaftler? Wie kommst du als Wissenschaftler zu diesem Thema? Nur insofern, als das mich schon seit, ich denke, fast 30 Jahren interessiert hat, die Wechselwirkung zwischen Feldern, also elektrischen, elektrostatischen, elektromagnetischen, auch gravitativen Feldern und biologischen Systemen, vor allen Dingen die Psyche. Also mich hat fasziniert und damit habe ich sehr, sehr viele Mediziner sehr unruhig gemacht mit der Frage, egal wo sie aufgestellt waren an der Universität, wieso ist es möglich, dass ein Molekül in der Lage ist, das Bewusstsein ein- und auszuschalten? Nämlich ein Anästhetikum, also eine Totalanästhesie. Da haben sie mir gesagt, okay, ja, wissen wir nicht. Ja, wo ist das Bewusstsein dann, wenn es dann irgendwie nicht mehr da ist? Nach außen sehen wir quasi einen Koma-ähnlichen Zustand, also noch nicht mal ein Traum wäre da, aber was macht das da? Wie ist es, wieso ist dieses Molekül da? Wie sieht das aus? Muss ja was ganz Besonderes sein. Und jetzt wird es spannend. Ich bin drauf gekommen, das ist eigentlich gar nicht so exotisch, das rauszukriegen, dass sich das auch hier wieder um ganz bestimmte Benzol- oder Indolringe, Verbindungen handelt, die ganz genauso die Grundlage sind für diese psychoaktiven Substanzen, von denen ich eben gesprochen habe. Also Bewusstsein ein- und ausschalten hängt hier zusammen und nicht nur die Quantität, auch die Qualität von Erweitern des Bewusstseins. Aber also, wo war der Spagat zu 2012 und Maya? Ich denke, ja, wenn du mich so fragst, möglicherweise Zufälle nicht wirklich oder auch doch. Also ich verfolge das Motto, ich suche nicht, ich finde. Da zitiere ich jetzt Picasso und finde mich da auch wieder an der Stelle, ohne dass ich male. Also ich stolper über diese Dinge und ich bin über den Zeugkind gestolpert und habe einfach mal, eigentlich gar nicht, um es zu falsifizieren, um also rauszukriegen, das kann nicht stimmen, aber ich bin der Sache irgendwie nachgegangen, irgendwie. Okay. So, und dann habe ich gemerkt, mein Gott, da ist mehr dran, als man sich so eingestehen möchte. Das nennt man übrigens Synchronizität. Das heißt, wenn man den Zufall als etwas mit Sinn und mit Strategie dahinter definiert, dann ist das Synchronizität. Das heißt,
synchron passiert etwas gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Zeiten. Das heißt zum Beispiel auch Wissenschaftler, die gleichzeitig an verschiedenen Punkten der Erde ohne Kontakt die gleiche Idee, die gleiche Vision, das gleiche Patent anmelden und so weiter. Also das ist, hat C.G. Jung hat schon davon gesprochen, der sprach vom kollektiven Unterbewusstsein, der das ermöglicht. Sheldrake redet von den morphogenetischen Feldern. Arguelles spricht von der Psi-Bank, die im Van Halen-Gürtel platziert ist und elektromagnetisch funktioniert und in Interaktion mit der Sonne tritt. Da gibt es viele Ausdrücke. Dann gib doch mal mir einen Tipp, wie ich mich zu verhalten habe. Also was mir ganz wichtig ist, die Uhr ausziehen. Für dich persönlich was ganz, zumindest von der rechten Hand, also von der linken Hand zur rechten Hand wechseln, weil hier der Herzmeridian ist, die Uhr taktet zufälligerweise, auch hier haben wir so einen Zufall, fast exakt wie das Herz, nur es ist es mechanisch, unser Herz ist dynamisch, das heißt, das schlägt nicht 60 Schläge pro Minute, sondern mal 90, mal 57, mal 83, und je beweglicher und dynamischer ist, umso gesünder und lebendiger sind wir. Wenn wir jetzt eine Uhr haben und 60 Mal getaktet werden, dann geht das über den Herzmeridian aufs physische Herz, das heißt, unser Herz wird mechanisiert und wir werden einfach nur zu Maschinen gemacht, zu biophysikalischen Maschinen, das ist schon mal eins, die Uhr mal runternehmen. Das nächste ist natürlich bewusster mal mit sich umgehen. Das heißt, Meditation ist eine Seite. Die Frage ist einfach nur, wenn ich mich hinsetze, die Augen zumache und es ist finster, dann bringt mir auch die Meditation nichts. Also die eigene Droge hochholen? Nicht die einzige eigene Droge, sondern mein inneres Universum erforschen. Das Problem ist ja dabei, dass wir uns ja viel zu sehr limitieren. Wir sind ja multidimensional. Jeder Mensch ist multipel, wenn man es jetzt psychologisch betrachtet. Jeder Mensch besteht aus so vielen Welten in sich drin, aus so vielen Räumen, die wir in uns tragen. Und einfach sich zu erforschen, wer bin ich überhaupt? Was möchte ich überhaupt? Was habe ich von außen angenommen, weil ich glaubte, das war wahr, von meinen Eltern, von der Gesellschaft und so weiter, ohne dass ich das hinterfrage, weil die meisten Menschen leben ja hauptsächlich von Wissen Dritter, die haben ja ihr Wissen angelegt. Und was kann ich noch tun? Den Maya-Kalender integrieren. Also man kann den Maya-Kalender kaufen, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, um sich mal mit dem Maya-Kalender beispielsweise mit diesem Modul des Maya-Kalenders und seinen 260 verschiedenen Energien zu beschäftigen. Weil das ist ein Evolutionsmodul. Und wenn ich anfange, mal schon alleine nur mal zu schauen, okay, was haben wir heute für eine Zeitqualität? Das ist ja das, was ich mal gesagt habe, wir haben keinen Begriff von Zeit, weil Zeit ist Qualität, Zeit ist Information. Zeit bringt sozusagen die Information von den höheren Dimensionen in unser Bewusstsein, in unser Gefühl, in unsere Gedanken. Und es gibt einen Kalender, das ist jetzt zum Beispiel der Fraktalkalender des Maya-Kalenders, wo man nachschauen kann, aha, wir haben heute dies und dieses gregorianische Datum und wir haben die Energie, eine von 260 des Maya-Kalenders. Da gibt es also Bücher drüber. Da jetzt nichts. Wollte ich jetzt auch sagen, natürlich, das versteht keiner, weil ich habe eingangs gesagt, man muss natürlich wissen, was diese Hieroglyphen hier oder diese Glyphen bedeuten. Das sind spezielle Bewusstseinspunkte, also das heißt, es gibt 20 verschiedene Bewusstseinsstufen und es gibt 13 verschiedene Kräfte. Und die bilden sozusagen einen Zeitteppich, bilden sozusagen diese Zeitzyklen. Und wenn ich weiß, was es heute für eine bestimmte Energie ist und was für eine Kraft mit dieser Energie, mit diesem Bewusstsein verbunden ist, kann ich mal lernen, damit zu leben. Und ich stelle dann sehr schnell fest, einmal, es gibt Tage, die, da möchte ich gar nicht aufstehen. Und es gibt Energien, die liebe ich. Okay. Also man kriegt mal schon mal ein Gefühl, mit welchen Themen habe ich ein Problem in meinem Leben und mit welchen Themen. Das kennt ja jeder mit dem falschen Fuß aus dem Bett und es funktioniert überhaupt nichts. Das heißt dann den Blick in den Kalender. Genau, kann man schauen, was ist heute überhaupt für ein Thema dran? Was ist für eine Energie heute dran? Heute bleibe ich mal zu Hause. Um was geht es heute überhaupt? Okay. Und das Schöne daran ist, man verbindet sich, wenn man mit diesem Kalender anfängt zu leben, verbindet man sich automatisch mit der, ich sage es mal, mit dem Herzschlag der Galaxie. Okay. Man verbindet sich mit dem Herzschlag des Lebens. Wie taktet überhaupt die momentane Evolution? Was sind für Zeitqualitäten? Was wird heute eingespielt? Um was für ein Thema geht es? Und wenn man nur einen Spin, also einen Umlauf mit dem Zolkin mal hinter sich bringt, das sind 260 Tage. Wie gesagt, es gibt Bücher, da steht dann drin, was die Tagesenergie bedeutet. Dann kann man sich mental einstimmen und vielleicht mal eine Meditation machen. Okay, ich verbinde mich jetzt zum Beispiel, heute ist der weiße Oberton Weltenüberbrücker. Das sagt jetzt natürlich auch niemandem etwas, der sich noch nicht damit beschäftigt hat. Das ist aber ein schnelles Umgewöhnen. Das ist wirklich schnell, weil es absolut logisch aufgebaut ist und Sinn macht. Okay. Und wenn man mal so 260 Tage damit gelebt hat, merkt man, ich bin
Ich verändere mich. Es passiert etwas. Ich beginne plötzlich, mich mit Themen zu beschäftigen oder mir bewusst zu werden über Bereiche von mir, die so in der Form gar nicht präsent waren in meinem Leben. Jetzt mal ganz konkret, 2012. Mhm. Soll ich anfangen, ein Haus zu bauen oder nicht? Soll ich anfangen, mich langfristig zu verändern oder nicht? Das sowieso. Langfristige Veränderungen ist sowieso. Also materiell. Materiell? Das sowieso. Ich halte nichts von Weltuntergangsthemen und ich kaufe mir jetzt den Keller voller Vorräte und warte ab, bis der Weltuntergang kommt. Das ist ein völliger. Du tust das nicht. Genau das Gegenteil. Ich gebe Gas. Okay. Weil das Universum gibt Gas. Unsere Sonne gibt Gas. Und wenn wir nicht lernen, das ist wie wenn wir Wellen reiten, surfen. Okay. Jeder hat sein Surfbrett, jeder steht auf dem Board. Okay. Wenn die Welle kommt, dann reicht es nicht. Ja, dann habe ich die Möglichkeit mitzusurfen und diesen Schwung mitzunehmen für meine persönliche oder Entwicklung. Oder runterzugehen. Oder ich falle halt runter. Was mache ich, wenn ich runterfalle? Dann muss ich halt ein bisschen Luft schnappen, vielleicht wirbelt es mich ein bisschen rum, ich haue mir den Kopf vielleicht irgendwo an, komme wieder hoch, nehme einen tiefen Atemzug, zurück aufs Brett und weiter geht's. Weil die nächste Welle kommt bestimmt und die kommt jeden Tag, kommt so eine Welle mit einem bestimmten Thema. Und ich kann nur sagen, gebt Gas, Leute. Hört endlich auf, weiter hinzudämmern, euch von den Medien berieseln zu lassen, euch Blei für Gold verkaufen zu lassen oder sonst was. Was wir momentan erleben in der heutigen Zeit, dieser Kollaps des Finanzsystems, die Explosion auch natürlich der Bevölkerung, die in den letzten Jahrhunderten angestiegen ist, dass man sagen muss, wenn das so weitergeht, dann haben wir im Jahr 2100 haben wir auf jeden Quadratkilometer eine 500.000 Menschen. Das muss ich mal verdeutlichen. Ein Quadratkilometer ist ja nicht viel, ist ein Kilometer auf einen Kilometer. Und hätten dann auf der ganzen Erde eine 500.000 Menschen, egal ob in der Tiefsee oder auf dem höchsten Punkt der Erde oder in der Wüste. Bitte also, nicht. Das heißt, wir müssen aufwachen. Das ist eigentlich wirklich der Startschuss und wir haben ja die beste Unterstützung. Wir haben das Universum hinter uns. Das heißt, das Universum sagt, komm, ich helfe dir ja. Du musst schon selber laufen, aber der Wind bläst zu deinen Gunsten. Morpheus, wie sagst du? Über meine Erkenntnis, dass ich nicht Materie bin, sondern ich bediene mich der Materie. Mhm. Also das Thema Geist beherrscht Materie sozusagen. Also das ist mir so verinnerlicht, vertraut, dass ich einfach weiß, dass ich nicht den umgekehrten Weg gehen möchte. Mich nicht hingebe diesem physikalischen, sondern eher umgekehrt. Ich lasse mich fallen über mein Bewusst, meine Entscheidung, die ich aber doch lenke. Also vielleicht das beste Beispiel dafür, faktisch weiß man heute, dass wir nur 15 Bit pro Sekunde in unserer Wahrnehmungsrealität im Jetzt überhaupt als Realität erkennen. Aber tatsächlich ist in jeder Sekunde Größenordnung, ich glaube, 40 Milliarden Bits pro Sekunde, die auf unsere Sinne jetzt einwirken. Wir klammern also sehr viel davon aus. Ja? Das, was hier jetzt passiert ist, es erweitert sich auch der Filter sozusagen, der sogenannte Bergson-Filter, der uns bewusst aufgespannt wurde, damit wir nicht durchknallen. Das ist einfach während der kompletten Sinnesüberreizung, alles auf einmal aufzunehmen. Aber über diese Erweiterung des Filters haben wir einfach mal diese Perspektive, wie ich eben schon sagte, dass wir auch erkennen, wir sind nicht Materie, sondern wir bedienen uns der Materie. Die Materie sozusagen sollte sich unterordnen. Und ich glaube, noch etwas wird passieren, dass wir einen Unterschied erkennen zwischen dem, was ich denke oder was einfach so gedacht wird und das, was einfach sich auch verselbstständigt hat und das, was ich bewusst als sozusagen Regisseur dieser Gedanken dann aufrufe und sage, halt, stopp, Kinder. Ihr spielt jetzt nach meinem Rhythmus. Denn alleine schon meine Wahrnehmung richtet sich ja nach dem, wo meine Gedanken hingehen. Damit assoziiere ich und sage, also ich gucke jetzt gerade dahin, da fallen mir alle Erinnerungen rein zu diesem Blick da hinten, was ich da gerade sehe, dieser Kiste. Morpheus, ich habe noch eine Sache an dich. Du schreibst ja unter deinem Pseudonym Morpheus und darüber bist du ja bekannt, über deine Bücher. Soweit wir das besprochen haben, darf ich ja deinen Namen heute komplett nennen. Du heißt im richtigen Leben Dieter Bröers. Mhm. Und ich möchte dir nochmal vielmals danken, dass wir den Namen heute nennen dürfen und möchte mich jetzt auch bei den Zuschauern damit verabschieden und hoffe, dem einen oder anderen, oder ich wünsche es mir, dem einen oder anderen weitergeholfen zu haben und sich einfach selbst zu finden, sich ein eigenes Bild machen zu können, einmal auf der wissenschaftlichen Ebene und einmal auf der Ebene eines Maya-Kenners. Vielen Dank.